Wenn ich einen Vogel sehe, der wie eine Ente läuft, wie eine Ente schwimmt und wie eine Ente schnattert, dann nenne ich diesen Vogel eine Ente. Diese Zeilen stammen aus einem Gedicht des US-amerikanischen Schriftstellers und Dichters James Whitcomb Riley und sind die Basis für ein wichtiges Konzept der Programmierung, nämlich das sogenannte Ducktyping. Was das ist, wie es funktioniert, wofür es gut ist und was die Alternativen sind, das alles schauen wir uns in diesem Video einmal genauer an. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu unserem Developers Dictionary. Falls du noch nicht weißt, was Ducktyping ist, möchte ich eine Sache direkt klarstellen. Es geht, anders als der Name impliziert, natürlich nicht um echte Enten, sondern um die abstrakte Idee hinter dem gerade zitierten Gedicht. Diese abstrakte Idee lautet, dass es durchaus möglich ist, einem Objekt eine Identität zuzuschreiben, ohne diese Identität tatsächlich zu kennen, sondern das Ganze ausschließlich auf der Basis vom Vorhandensein bestimmter Attribute oder Verhaltensweisen herzuleiten. Eine Ente, die du im Stadtpark siehst, trägt ja schließlich kein Schild mit sich herum, auf dem Ente geschrieben steht, sondern du weißt einfach, wie eine Ente aussieht, wie sie sich verhält, wie sie sich anhört und so weiter. Und daraus kannst du dann schließen, dass das, was du da gerade vor dir siehst, wohl eine Ente sein wird. Das funktioniert natürlich nicht nur für Enten, sondern das machen wir im Prinzip jeden einzelnen Tag ständig und zwar mit allem, was wir über unsere Sinne in irgendeiner Form wahrnehmen. Was hat das Ganze nun mit Programmierung zu tun? Nun, im Kern geht es auch um die Frage, wie man die Identität und die Art eines Objekts feststellt. Auf diese Frage haben vor allem die klassischen objektorientierten Sprachen wie C++, C# oder Java eine ganz klare Antwort. Von welcher Art ein Objekt ist, hängt im Wesentlichen nämlich von seinem Typ, also in der Regel von seiner Klasse ab. Kenne ich die Klasse, dann weiß ich, um welche Art von Objekt es sich handelt. Und kenne ich die Klasse nicht, dann kann ich nichts über das jeweilige Objekt aussagen. Diese Vorgehensweise wirkt zumindest in den genannten Sprachen auf den ersten Blick sehr natürlich, denn jedes Objekt gehört auch zu genau einer Klasse. Objekte ohne eine ihnen zugehörige Klasse gibt es nicht. Denn auch wenn es objektorientierte Programmierung heißt, kennen all diese Sprachen keine Objekte ohne Klassen. Und dieser Zusammenhang zwischen Objekten und Klassen, der ist dermaßen tief in diesen Sprachen verankert, dass es für Entwicklerinnen und Entwickler, die bislang ausschließlich mit diesen Sprachen gearbeitet haben, nur äußerst schwierig vorstellbar ist, wie es überhaupt anders sein könnte. All diesen Sprachen ist gemeinsam, dass sie ein nominales statisches Typsystem verwenden. Statisch bedeutet, dass die Typen von Variablen und den übrigen Elementen, die Werte aufnehmen können, bereits zur Übersetzungszeit feststehen und sich vor allem zur Laufzeit nicht mehr verändern können. Fehlt das Nominal. Nominal bedeutet, dass zwei Typen, also beispielsweise zwei Klassen, vom Typsystem dann als zueinander kompatibel und damit als austauschbar angesehen werden, wenn sie in irgendeiner Form über Vererbung miteinander verbunden sind. Sei es, dass der eine Typ vom anderen ableitet, dass beide Typen eine gemeinsame Basisklasse aufweisen oder dass beide Typen dasselbe Interface implementieren. Und auch hier werden sich Entwicklerinnen und Entwickler, die derart typisierte Sprachen gewohnt sind, fragen, wie das denn sonst vonstatten gehen soll. Nun gibt es nicht nur statische und nominale Typsysteme, es gibt auch dynamische, es gibt strukturelle, es gibt optionale, es gibt starke, es gibt schwache und. Darüber haben wir übrigens auch schon einmal ein Video gemacht, das heißt, wenn du dich für die verschiedenen Arten von Typsystemen interessierst, dann guck dir das Video dazu gerne einmal an, ich habe es dir in der Infocard verlinkt. Das für uns in diesem Kontext spannende Gegenstück zu den nominal statischen Typsystemen sind jetzt zum einen die dynamischen Typsysteme, zum anderen die strukturell statischen. Das kennzeichnende Merkmal von dynamischen Typsystemen ist, dass die Typen noch nicht zur Übersetzungs-, sondern erst zur Laufzeit feststehen und sie sich daher auch in der Regel zur Laufzeit noch ändern können. Das funktioniert in nahezu allen Sprachen, die dynamisch typisiert sind, so, dass die Typen an den Werten und nicht an den Variablen hängen. Das heißt, der Typ einer Variablen ergibt sich aus dem Typ des ihr zugewiesenen Wertes und nicht, weil der Variablen an sich ein Typ zugewiesen wurde. Und wenn sich der Wert dann ändert, dann ändert sich der Typ der Variablen einfach im Vorbeigehen sozusagen mit. Und wie nun Typkompatibilität in dynamischen Typsystemen funktioniert, wie sich das dort mit Klassen, Interfaces und so weiter verhält, darüber sprechen wir gleich noch. Zuvor müssen wir uns im Gegensatz zu den nominalen aber erst noch die strukturellen Typsysteme anschauen. Diese sind zwar häufig auch statischer Natur, aber sie definieren die Typkompatibilität grundlegend anders.
Zwei Typen, also in der Regel wie gesagt zwei Klassen, gelten in einem strukturellen Typsystem dann als zueinander kompatibel und damit als gegenseitig austauschbar, wenn sie, wie der Name bereits nahelegt, die gleiche Struktur aufweisen. Das bedeutet, zwei Typen gelten dann als typkompatibel, wenn sie über die gleichen Eigenschaften und Methoden verfügen. Wenn ich also den einen Typ im Prinzip so behandeln kann wie den anderen, und zwar völlig unabhängig davon, ob sie tatsächlich in einer Beziehung zueinander stehen im Typsystem oder nicht. Ein paar gängige Beispiele für Sprachen, die ein derartiges Typsystem verwenden, sind Go und TypeScript. Und bei dynamisch typisierten Sprachen ist es nun häufig einfach so, dass sie zwar kein statisches, aber zumindest doch ein strukturelles Typsystem aufweisen. Beispiele hierfür wären JavaScript und Lisp. Und was bedeutet das nun für die alltägliche Sprache, für die alltägliche Arbeit mit einer Sprache? Auf einem strukturellen Typsystem aufbauen zu können, ist erstmal ungemein praktisch. Das bedeutet nämlich, dass ich an einer Stelle, wo ein bestimmter Typ erwartet wird, einfach einen anderen Typen übergeben kann, und zwar völlig unabhängig davon, ob es eine im Typsystem verankerte Beziehung zwischen diesen beiden Typen gibt oder nicht. Es genügt, wenn beide die gleiche Struktur aufweisen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wo das in der Praxis relevant ist. Und die Antwort ist ganz einfach, spätestens beim Testen. Stell dir vor, du möchtest eine Klasse testen. Theoretisch wäre es eigentlich gar nicht so schwierig, die Tests dafür zu schreiben, aber es gibt eine lästige Abhängigkeit auf eine andere Klasse oder eine andere Komponente. Vielleicht greift die zu testende Klasse intern zum Beispiel auf einen Logger zu, um gewisse Aufrufe zu protokollieren, und dieser Logger benötigt seinerseits wiederum eine Datenbank. Das heißt, eigentlich wolltest du nur eine einzelne Klasse testen, aber du kannst sie nicht isoliert ohne den Logger und damit eben auch nicht ohne die daran anhängende Datenbank verwenden. Und das ist natürlich sehr unpraktisch. Die typische Lösung für dieses Problem sieht so aus, dass die Klasse nicht selbst eine Instanz des Loggers erzeugt, sondern eine solche von außen, zum Beispiel über den Konstruktor, hereingereicht bekommen muss. Und das sieht zunächst erstmal nach mehr Aufwand aus, entkoppelt die Klasse aber von dem konkreten Logger. Das heißt, in einem Test kannst du zum Beispiel einen alternativen Logger bauen, der ohne Datenbank und rein in Memory arbeitet und diesen dann in die Klasse hineinreichen, also im Prinzip ein Fake-Objekt. In der Theorie klingt das erstmal super, in der Praxis ist es aber häufig ziemlich umständlich, weil man ja die Typkompatibilität zwischen dem echten und dem Fake-Logger herstellen muss, damit die beiden Typen dann auch gegeneinander austauschbar sind. Und das bedeutet, dass beide wenigstens das gleiche Interface implementieren müssen oder der Fake-Logger vom echten Logger abgeleitet werden muss oder ähnliches. Und häufig funktioniert das Ganze dann aber nicht, weil es einfach kein Interface gibt oder weil die Logger-Klasse als Sealed bzw. als Final gekennzeichnet und damit schlicht und ergreifend nicht ableitbar ist oder. Es gibt einen Haufen Gründe, warum das schiefgehen kann. Und dann wird es schwierig, dann braucht man nämlich ein gesondertes Mocking-Werkzeug, und wer sich mit diesem Thema schon einmal beschäftigen musste, der weiß, dass das definitiv kein Spaß ist. Und selbst wenn es funktioniert, es ist oft ziemlich lästig, weil man eben nicht gezielt nur die eine Methode oder gerade die eine Eigenschaft nachbauen kann, die für den konkreten Fall von Interesse ist, sondern man muss das ganze Interface komplett implementieren. Es gibt an der Stelle nur ein Ganz oder ein Gar nicht. Ein Interface lediglich zur Hälfte zu implementieren, ist halt einfach nicht möglich. In einem strukturellen Typsystem ist das alles schon viel einfacher. Hier ist es nämlich völlig irrelevant, ob es ein gemeinsames zugrunde liegendes Interface gibt oder nicht. Das einzig Wichtige ist, dass der Fake-Logger die gleiche Struktur aufweist wie der echte. Das löst zwar noch nicht alle Probleme, denn nach wie vor muss die komplette Struktur nachgebildet werden, aber man erspart sich auf jeden Fall schon einmal den Einsatz eines Mocking-Werkzeugs, und die ganze Thematik mit es gibt kein Interface oder es gibt keine Basisklasse oder die zu ersetzende Klasse ist als Sealed oder als Final markiert, das alles entfällt. Und das macht die Entwicklung natürlich bereits sehr viel weniger aufwendig. Man kommt einfach schneller und effizienter und vor allem auch deutlich zielgerichteter voran. Schön wäre natürlich noch, wenn man nicht das Interface in seiner Gänze implementieren müsste, denn selbst wenn das nur implizit und nicht explizit passiert, implementiert werden muss das Interface ja trotzdem. Und genau an der Stelle kommt nun das Ducktyping ins Spiel. Die zu testende Klasse benötigt nämlich, um zu funktionieren, eigentlich überhaupt keinen Logger. Sie braucht keine Klasse, die strukturell zu 100% mit dem Logger übereinstimmt, wenn sie von dessen, sagen wir mal, 20 Methoden nur eine einzige aufruft. Dann würde theoretisch nämlich einfach ein Objekt genügen, das nur genau diese eine Methode zur Verfügung stellt und den kompletten Rest einfach ignoriert. Und genau das ist Ducktyping. Es wird nämlich an der Stelle sozusagen keine Ente erwartet, an der das Schild Ente klebt. Es genügt, wenn ein Objekt übergeben wird, das so aussieht wie eine Ente und sich so verhält wie eine Ente.
Und wenn an der Stelle das einzig relevante Merkmal der Ente das ist, dass sie quaken kann, dann genügt es, ein Objekt hineinzureichen, das eben quaken kann. Ob dieses Objekt nun darüber hinaus auch noch watscheln und schwimmen kann oder nicht, ist zumindest an der Stelle ziemlich irrelevant. Deswegen ist auch nicht wichtig, ob es sich tatsächlich um eine Ente handelt, um eine Fake-Ente oder sozusagen nur um einen Quark-Simulator. Wie gesagt, das einzig Wichtige an der Stelle ist, dass was auch immer hineingereicht wird, quaken kann. Und genau das kennt man aus JavaScript. In JavaScript findet zumindest zur Übersetzungszeit im JIT-Compiler keinerlei Prüfung statt, ob das an eine Funktion übergebene Argument auch nur ansatzweise zu dem passt, was erwartet wird. Die Funktion wird einfach aufgerufen und das Argument als Parameter übergeben. Und entweder funktioniert das Ganze zur Laufzeit, weil das übergebene Objekt von seinen Fähigkeiten her halt passt, oder es gibt halt einen Fehler. Insofern ist JavaScript ein Paradebeispiel für eine Sprache, die intensiv mit Ducktyping arbeitet. Nun hat Ducktyping aber nicht nur Vorteile und auch das sieht man sehr schön an JavaScript. Weil in Sprachen, die mit Ducktyping arbeiten, im Prinzip erstmal alles zulässig ist, treten sämtliche Fehler auch erst zur Laufzeit auf. Das heißt, Ducktyping ist auf der einen Seite für die Entwicklerin bzw. für den Entwickler sehr komfortabel und bequem. Das Ganze geht auf der anderen Seite aber zulasten der Verlässlichkeit und der Korrektheit. Das wäre, wie wenn ich einen Konzertflügel versenden will und ich der Spedition ein Päckchen in der Größe eines Schuhkartons überreiche. Dass das rein von der Größe her und von der Form her wohl kein Flügel sein kann, das ist eigentlich auf den ersten Blick ersichtlich. Und Ducktyping würde nun sagen, ist doch egal, ich stelle das Päckchen trotzdem erstmal zu, weil vielleicht befindet sich in dem Schuhkarton ja ein Miniaturflügel, der zwar nur die 6 weißen Tasten von C bis A hat, aber solange die Pianistin oder der Pianist nur alle meine Entchen spielen will, passt das ja trotzdem. Wenn es dann hingegen das viel komplexere Yes Anastasia von Tori Amos hätte werden sollen, dann wird das beim Konzert schon auffallen und dann gibt es eben einen Fehler zur Laufzeit. Man sieht, Ducktyping weist eine gewisse Fehleranfälligkeit auf und das leider auf eine Art, wo das auch erst sehr spät erfolgt. Das ist übrigens einer der Gründe, warum TypeScript so viel besser für komplexe Anwendungen geeignet ist als JavaScript. Mit dem strukturell statischen Typsystem von TypeScript findet der Compiler Typfehler nämlich einfach sehr viel früher, lässt aber zugleich viel mehr Freiraum als der Compiler einer klassischen, nominal statisch typisierten Sprache wie C++, C# oder Java. Apropos, was ist denn mit diesen Sprachen? Zumindest von Haus aus unterstützen sie ja kein Ducktyping und sie weisen, wie gesagt, auch kein strukturelles Typsystem auf. Wie geht man denn nun an der Stelle vor, wenn man trotzdem beim Testen einen möglichst geringen Aufwand haben und auf ein Mocking-Werkzeug zumindest weitestgehend verzichten können möchte? Nun, ein paar Dinge habe ich im Grunde genommen schon genannt. Zum einen ist ein ganz wichtiges Konzept die Umkehrung der Kontrolle bzw. konkret das Hineinreichen von Abhängigkeiten, statt diese intern in der Klasse selbst aufzulösen. Und dieses Vorgehen entspricht übrigens dem Dependency Inversion Principle, das ist das D von den Solid-Prinzipien und auch dazu haben wir schon mal ein Video gemacht und auch das habe ich dir in der Infocard verlinkt. Das ist das eine. Zum anderen willst du natürlich den Aufwand gering halten, wenn du tatsächlich einmal ein Fake-Objekt erstellen musst. Und der Aufwand ist desto niedriger, je kleiner das zu implementierende Interface ist. Das ist eigentlich logisch. Und das bedeutet, dass du ganz oft statt eines einzelnen großen Interfaces lieber viele kleine vorsehen solltest. Auch das ist übrigens eines der Solid-Prinzipien, in dem Fall das I, nämlich das Interface Segregation Principle. Und auch dazu haben wir in der Vergangenheit schon ein Video veröffentlicht und auch das findest du verlinkt in der Infocard. Das heißt, wenn du eine objektorientierte Sprache mit einem nominalen Typsystem verwendest, wie C++, C# oder Java, dann bist du in der Tat gut beraten, dich an den Solid-Prinzipien zu orientieren und sie auf deinen Code anzuwenden. Tatsächlich sind für mein ganz persönliches Empfinden nicht alle Solid-Prinzipien gleichermaßen nützlich, aber gerade diese zwei genannten sind doch schon recht essentieller Natur. Wie siehst du das denn? Nutzt du eine Sprache, die Ducktyping kennt? Und wenn ja, kanntest du das Konzept schon? Oder bist du mit einer nominal typisierten Sprache unterwegs? Und wenn ja, wie sieht es denn bei dir mit den Solid-Prinzipien aus? Das Dependency Inversion Principle kann man ja schon fast als allgemein gesetzt ansehen, aber wie sieht es zum Beispiel mit dem Interface Segregation Principle aus? Anders gefragt, wie groß oder wie klein sind denn die Interfaces, mit denen du zu tun hast? Schreib deine Antworten und deine Meinung dazu gerne einmal unten in die Kommentare. Und wenn dir das Video heute gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du es mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilst. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Start in die Woche, also in die neue Woche, ist ja heute Montag. Pass gut auf dich auf, bleib gesund und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Mach's gut. Ciao.